Frau Maike Kohl-Richter, Helmut Kohl schreibt in seinen Erinnerungen, dass der Besuch am 19. Dezember in Dresden ein Schlüsselerlebnis war. Sie beschäftigen sich ja intensiv mit dem Wirken Ihres Mannes. Was ist für Sie dieser Tag? Was bedeutet dieser Tag für Sie? Was ist das Besondere an diesem Tag? Für meinen Mann war der 19. Dezember 1989 deswegen ein Schlüsselerlebnis, weil er ja lange auf den Tag der Deutschen Einheit hingearbeitet hatte. Dann war die Mauer gefallen, dann hat er 3 Wochen später den 10-Punkte-Plan oder wie es damals hieß, das 10-Punkte-Programm im Deutschen Bundestag vorgestellt mit dem Ziel der Deutschen Einheit. Und dann stieg er in Erwartung, in unsicherer Erwartung aus dem Flieger und hat dann diese Menschenmenge gesehen und wusste schlagartig, das ist gelaufen, die Menschen wollen die Einheit. Das waren diese jubelnden Massen. Er hat sich ja noch, das hat er oft erzählt, er hat sich noch oben, bevor er die Treppe des Flugzeugs runtergegangen ist, zu Kanzleramtsminister Rudolf Seiters umgedreht und gesagt, das ist gelaufen, die Leute wollen das. Das war für ihn das, was unter Schlüsselerlebnis firmiert. Als er da oben auf der Rolltreppe stand, auf dem Flugzeug, auf der Flugzeugtreppe und da reingeblickt hat, war er trotzdem, trotz seiner Überzeugung, dass es gut wird, wahrscheinlich die Anspannung sehr groß. Denn die westlichen Verbündeten haben mit Skepsis auf diesen Tag geguckt, weil sie natürlich nicht wussten, was machen die Deutschen jetzt? Übereilen sie es vielleicht? Schaffen sie Fakten? Und wie hat Ihr Mann darüber berichtet, was ihn sozusagen im Hinblick auf die westlichen Verbündeten bewegt hat in dieser Zeit überhaupt und an diesem Tag? Also das hat man in den ganzen Tagen immer gemerkt. Also das Gefühl am 19. Dezember war nicht anders als in allen Tagen dieser Tage. Und es waren ja nicht nur die westlichen Verbündeten, sondern alle Welt guckte auf Deutschland und stellte sich die Frage, fällt Deutschland zurück in die Zeit vor 1945 oder bleibt Deutschland auf Kurs? Die Sowjetrussen guckten auf Deutschland, was macht ihr? Und genau in dieser Gemengelage hat auch Michael Gorbatschow einen Brief geschrieben, noch am Vorabend, bevor Helmut Kohl nach Dresden fuhr, und hat ihm geschrieben, ich bitte, meine Sorgen ganz, ganz ernst zu nehmen. Das ist natürlich etwas, was er immer im Hinterkopf hatte. War das vielleicht auch der Grund, warum eigentlich gar keine Rede an die Bevölkerung geplant war? Denn das hieß ja, dass diese Rede, die er dann vor der Frauenkirche gehalten hat, spontan war. Die Rede war spontan, so hat mein Mann das immer erzählt. Wobei das im Nachgang immer auch ganz schwierig zu konstruieren ist. Und ich glaube, auch für ihn selber schwierig war es, nochmal zu erzählen. Er ist da nicht in der Erwartung hingefahren, er hält jetzt eine große Rede. Die Erwartung war anders, auch von ihm selbst. Also nochmal, am 9. November war die Mauer gefallen. Am 28. November nutzt Helmut Kohl im Deutschen Bundestag klassischerweise Haushaltsrede, Generaldebatte, die Chance, um ein Programm vorzulegen und damit die deutsche Einheit auf die Tagesordnung der Weltpolitik zu setzen. Damit war ganz klar, Deutschland, jedenfalls die Bundesrepublik Deutschland, will die deutsche Einheit, das ist das Ziel, in diesen Stufen gehen wir vorwärts. Und dann ist er nach Dresden gefahren und in der Erwartung, wir klären Sachfragen, also in Kontinuität seiner Politik. Jetzt sprach er nicht mit einem demokratisch legitimierten Ministerpräsidenten Hans Modrow, sondern er sprach immer noch mit einem Funktionär der SED, der nicht demokratisch legitimierten Regierung. Damit konnte man Sachfragen klären, in der ersten Stufe die berühmte Vertragsgemeinschaft. Das war eigentlich Helmut Kohls Erwartung, als er nach Dresden fuhr, zu klären, wie können wir dieses Tor, das ein Stück aufgestoßen ist, jetzt nutzen, damit es nicht wieder zufällt und die Tür vielleicht ganz weit aufkriegen. Nun ist natürlich in so einer Situation auch die Anspannung groß, aber es ist natürlich auch die Ungewissheit groß, was sozusagen passieren wird, wie andere reagieren werden. Es gab ja auch, jedenfalls unserer Kenntnis nach, keinen Einheitsplan. Und hat Helmut Kohl den Weg denn dann versucht zu finden? Hat er sich an irgendwelchen Dingen orientiert? Mein Mann hatte eine Überzeugung. Mein Mann wollte die deutsche Einheit immer. Warum mein Mann für den Tag keine Rede vorbereitet hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Er war ja immer Kopf der Veranstaltung. Er war ja immer sein eigener Kopf. Er wusste genau, was er wollte. Und er hat für die deutsche Einheit am Ende immer das sehr schöne Bild bemüht, was sehr gut trifft. Wir standen im Moor und es war überall Nebel. Und wir wussten, irgendwo in dieser Moorlandschaft gibt es einen festen Weg. Und jetzt galt es für ihn, diesen festen Weg zu finden. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, wobei ich mir als Ehefrau von Helmut Kohl auch gerne mal die eigene Schlussfolgerung erlaube. Ich glaube, dass mein Mann jeden Schritt so zielsicher gegangen ist, weil er die Einheit wirklich wollte und weil er
Respekt vor den Menschen hatte, vor dem Selbstbestimmungsrecht der ostdeutschen Landsleute und weil er wusste, wo die Menschen in der Welt stehen. Also er hat die Ängste der Alliierten ja sehr bewusst wahrgenommen und auch verstanden. Er hat ja auch an dem Abend in Dresden vor dieser großen Menschenmenge auch gesagt, dass sein Ziel ist die Einheit der Nation. Was hat er Ihnen sonst über die Atmosphäre dieser Stunde genannt, als es da passiert ist in Dresden vor der Frauenkirche? Er wusste um die Anspannung, er wusste die Fernsehanstalten der Welt, sie waren auf ihn gerichtet. Er wusste ein falsches Wort, Ungeduld der Menschen, ein falsches Anstimmen. Es war im Raum, dass wenn seine Rede beendet ist, welches Lied gesungen wird. Und er hatte große Sorge, dass die Menschen in der DDR, weil sie ja auch woher kamen, und dass sie die erste Strophe des Deutschlandliedes begingen. Und dann hat er mittags, als klar war, dass er eine Rede hält, einen Kantor gebeten, ein christliches Lied anzustimmen. Nun danket alle Gott. Und das ist eine Geschichte, die er hinterher immer wieder erzählt hat, wie er eigentlich auf den Gedanken hatte kommen können, ein christliches Lied anzustimmen, wo die Säkularisierung in der DDR doch viel weiter fortgeschritten war. Das hat sich dann alles gelöst und am Ende, ich weiß gar nicht, ob das immer so bekannt ist, aber die Stimmung, es blieb mucksmäuschenstill, nachdem er seine Rede beendet hat. Und dann hat bei allen Sicherheitsvorkehrungen, was eben auch die Aufgeheiztheit dieses Tages zeigt, hat eine ältere Dame es geschafft, auf dieser wackeligen Treppe zu ihm nach oben zu kommen und hat ihm gesagt, wir danken Ihnen. Und damit war dann die Atmosphäre, in dem Moment die Anspannung weg. Und das hat ihn natürlich massiv bewegt. Nun war ja nicht die Menschenmenge nur abends vor der Frauenkirche, sondern den ganzen Tag über waren wahrscheinlich 100.000 Leute oder mehr auf den Beinen. Und am Flughafen, auf den Straßen, am Hotel Bellevue, wo ich selber auch gestanden habe und zugegebenermaßen auch fassungslos war, wie viele Menschen da sind. Wie ist er damit umgegangen? Das war ja überhaupt nicht vorhersehbar. Wie hat er darauf reagiert? Emotional ist es für ihn eigentlich, ich glaube, einer der größten Tage seines Lebens gewesen. Er hat das ja dann auch bei der Pressekonferenz öffentlich gesagt. Die Geschichte wird einmal darüber urteilen, aber ich hoffe, es ist ein historischer Tag. Also man muss immer gucken, dieser Mann, der beschimpft wurde, als er Bundeskanzler wurde, jetzt fängt mit ihm die Eiszeit wieder an. Der ewig Gestrige, der kalte Krieger. Er wurde aufgefordert, sich doch bitte an den Realitäten zu orientieren. Und Realitäten in damaliger Zeit war ja die Übersetzung für, er muss die Zweiteilung akzeptieren, weil das Ergebnis des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges war, also Stichwort Auschwitz. Und dann steht er da oben und die Menschen jubeln ihm zu. Die Deutschlandfahne, Hammer und Sichel rausgeschnitten aus der DDR-Fahne, um die bundesrepublikanische Fahne zu haben, die weiß-grüne Fahne für Dresden, die er damals noch gar nicht zuordnen konnte, also für Sachsen. Emotional war das stark und er hat es auch selber formuliert immer. Er hat immer gesagt, das sind Momente, die das Herz bewegen. Und dann kommt wieder der typische Kohl, wenn ich das so sagen darf. Aber wir müssen das jetzt mit Verstand machen. Also das ist immer ganz wichtig gewesen. Kleiner Exkurs, es ist wie mit Europa, wo man immer sagt, Helmut Kohl ist ein großer Europäer, ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Ja, eine Herzensangelegenheit, aber Gefühle sind nie ein guter Ratgeber für die Politik, auch wenn sie die Gefühle für die Menschen brauchen. Auch an diesem Tag, große Bewegung, große Gefühle, aber vor allen Dingen der Verstand, der ihm sagte, wenn du jetzt falsch agierst, dann ist die Tür zu, bevor sie weiter offen ist. Der Verstand hat ihm ja sicherlich auch geraten, große Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen, auf die europäischen Partner. Das musste man ihm nicht raten, das wusste er, das hatte er im Blut. Und dieses Rücksicht nehmen auf die Partner, auf die europäischen Nachbarn. Was hat ihn an diesem Tag so bewogen, da so auf die Bremse zu treten? Hat er wirklich gesagt, mehrfach in der Rede, wir müssen das zusammen machen, wir können es nicht gegen die anderen machen. Was waren seine Motive? Ja, sein Motiv war natürlich, dass er jedes Überkochen verhindern wollte. Die Amerikaner von Maggie Thatcher, von Mitterrand, dann war die Frage, bleibt Deutschland in Europa? Oder wird Deutschland wieder ein großes, vereinigtes Deutschland, nicht nur ökonomisch, sondern auch an Bevölkerung groß? Und das mächtige Deutschland fängt wieder an, zwischen Amerika und der Sowjetunion hin und her zu bandeln. Helmut Kohl wusste, du gehst über ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Und das bringt er, wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, auch in der Pressekonferenz, dass er sagt, ich verstehe die Unruhe, ich sehe die Unruhe, ich sehe die Ungeduld, aber wir müssen aufpassen, dass wenn wir zu ungeduldig sind, das, was wir jetzt erreicht haben, nicht zerstören.
Die britische Premierministerin Margaret Thatcher war wahrscheinlich mit am skeptischsten, was die Vereinigung der beiden Deutschlands anbelangte. Hat Helmut Kohl später ihr das übel genommen oder hat er sich darüber geäußert, wie er dazu stand, zu deren Position? Ein schönes Wort von meinem Mann war immer dazu, er sagt immer, Maggie Thatcher ist ein Wechselbad der Gefühle. Du kommst hin nach Chequers und wie eine Hausfrau gibt sie dir erstmal Kaffee oder Tee und bedient dich und dann wird sie wieder die eiserne Lady. Was er hochgeachtet hat bei Maggie Thatcher ist, dass sie nie heimtückisch war, nie falsch gespielt hat, sondern immer mit offenem Visier gekämpft hat. Er kannte Maggie Thatchers Position, er hat sie an der Stelle natürlich nicht geteilt, aber auch das muss man sagen, er hat sie verstanden. Sie war eine große Freiheitskämpferin und an der Stelle hatte sie einfach Ängste. Das hat er ihr natürlich übel genommen, weil er das auch nicht schön fand, dass sie ihm, Helmut Kohl, nicht vertraute. Da hatte er durchaus auch manchmal ein menschliches Bedürfnis, dass man sagt, man kann mir doch vertrauen. Aber er hat das akzeptiert, weil in deutschem Namen so viel Unrecht schon geschehen war und zwei Kriege mehr oder weniger unmittelbar von uns angerichtet worden waren. Das hat er natürlich verstanden. Ich würde gerne noch einmal auf die Rede zurückkommen, die er vor der Frauenkirche in Dresden gehalten hat. War ja klar, eigentlich wollte er keine Rede halten. Das weiß ich nicht. Aber wann hat er sich denn entschieden und warum hat er sich dann entschieden, eine Rede zu halten? Also mein Mann hat immer gesagt, er hatte keine Rede geplant und das ist dann im Laufe des Tages gewachsen. Wir haben ja die Rede auch handschriftlich. Es gab kein Manuskript, es gab überhaupt keine Vorbereitung dafür, weil er natürlich auch wusste, was er sagen will. Er wusste, was er wollte. Wenn man sich den Tag noch mal Revue passieren lässt, morgens, wie die Menschen skandieren, Einheit, Einheit, Helmut, Helmut. Wenn Hans Modo erwähnt wird oder wenn im Bild ist, dann buhen die Menschen den aus. Natürlich nicht als Person, sondern als Funktionär des Staates, den sie ablehnten. Also sie riefen Einheit, sie riefen Helmut, Helmut. Was wäre gewesen, wenn Helmut Kohl abgefahren wäre, ohne zu den Menschen zu sprechen? Also wenn Sie da als Politiker keine Antwort geben und zu den Menschen nicht sprechen, dann, glaube ich, haben Sie Ihre Berufung verfehlt. Nach diesem Besuch in Dresden war für Helmut Kohl ja wahrscheinlich klar, dass die Einheit schneller kommt. Das haben wir erfahren. Aber hat er selber dann auch gesagt, ich muss jetzt mehr Gas geben, ich muss jetzt beschleunigen, damit diese Einheit jetzt auch in diesem Zeitfenster auch wirklich realisiert werden kann? Also das Stimmungsbild war, die Menschen wollen die Einheit und sie kommt schneller, als er gedacht hat. Aber was hat Helmut Kohl gedacht? Helmut Kohl hat gedacht, der Binnenmarkt muss beendet sein, damit er die Zugeständnisse der Westeuropäer auch bekommt für die deutsche Einheit, damit Deutschland eingebettet in Europa bleibt, sicher eingebettet bleibt. Der Binnenmarkt war, wie wir wissen, Ende 92 programmiert. Also ja, er hat gewusst, sie kommt und sie kommt wahrscheinlich schneller, als wir erwartet haben, aber er hat nie von sich aus angeheizt. Aber er hat alles das getan, was er, indem er die Menschen mitgenommen hat. Er hat ja immer alle mitgenommen. Er ist ja keinen Schritt gegangen, der nicht in irgendeiner Weise abgestimmt war. Er hat immer geguckt, ob er alle mitnimmt, also rechts und links und schön marschiert, außer vielleicht im Inland nicht alle. Nun war Helmut Kohl auch schon in der Vergangenheit vor diesem Tag in Dresden als Bundeskanzler, aber privat auf einer Reise 1988. Wie hat er damals die Situation eingeschätzt? Wie hat er überhaupt Kontakt mit DDR-Bürgern haben können in dieser Situation? Was war sein Fazit? Sein Fazit war, um es auf einen prägnanten Satz zu bringen, nach dem Besuch der DDR, das Bewusstsein für die Einheit ist bei den Menschen nach wie vor da und groß. Ihn haben ganz viele Menschen angesprochen, viele Menschen haben ihm Zettelchen zugesteckt, was übrigens in den Stasi-Akten genau umgekehrt steht. Also einerseits so und einerseits so, Stichwort Desinformation der Führung. Das war für Helmut Kohl, um es auf einen Satz zu bringen, das Bewusstsein für die Einheit der Nation ist da, es ist wach. Wir verfolgen das richtige Ziel, ja. Sie haben die Stasi-Akten angesprochen, Sie haben sie auch durchgeschaut. Was ist Ihr Fazit? Wie hat die Stasi das sozusagen wahrgenommen? Wie hat sie gearbeitet? Was hat sie da in diesen Akten sozusagen niedergelegt? Stasi-Akten ist für mich ein ganz schwieriges Thema, muss ich zugeben. Also nach diesen Akten wissen Sie, dass Helmut Kohl mehr oder weniger Staatsfeind Nummer eins war, weil er ja am Ende, ist jetzt sicher ein bisschen übertrieben, aber er war ja der Schlimmste, er war der Klassenfeind, weil er unter den westlichen Regierungschefs der war, der noch für die Einheit war. Die Stasi-Akten sind auch deswegen, sie sind einfach unschön zu lesen, weil sie sind analog wie die Mauer. Die Stasi-Akten sind ein Äquivalent. Sie waren dazu da, Menschen auszuhorchen, Menschen gefügig zu machen und einem Regime das Überleben zu sichern.
wenn ich das so persönlich sagen darf, die Stasi-Akten sind für mich wie ein Bild, das ich gern benutze. Die Stasi-Akten sind für mich wie, wenn wir wenig täglich ein Stückchen Arsen zu uns nehmen, sind wir am Ende auch vergiftet. Ich sehe das mit sehr viel Skepsis, weil es auch wehtut, wie Menschen gezwungen wurden, über ihre eigenen Nachbarn zu schreiben. Es sind subversive Elemente. Sind diese Stasi-Akten eine legitime historische Quelle? Nein. Sie sind in einem Unrechtsstaat entstanden, sie sind vor einem bestimmten Hintergrund entstanden, sie sind für ein bestimmtes Ziel entstanden. Also die Stasi-Akten sind angelegt worden, um ein Regime zu sichern. Sie sind von fragwürdigem Wahrheitsgehalt. Bei meinem Mann glaubt man immer, da gibt es irgendwelche Geheimnisse. Das ist ja völliger Unsinn, weil mein Mann erstens wusste, dass er immer abgehört wird. Aber was eben auch sehr schlimm ist, die Stasi hat ja auch was dazu gedichtet. Sie hat sich, erstens hat sie bestimmte Zeitschriften in Deutschland abgeschrieben, die Helmut Kohl schon immer stürzen wollten, und dann hat sie Dinge dazu gedichtet. So haben die gearbeitet. Die Stasi-Akten sind keine legitime Quelle. Das war immer die große Sorge meines Mannes. Noch mehr nach seinem Tod als während seiner Lebzeiten, weil er sagte, je weiter die Menschen von der DDR weg sind, desto weniger werden sie wissen, dass die Stasi-Akten nicht die Akten eines Rechtsstaats sind. Was sollte mit diesen Stasi-Akten passieren? Wenn Sie mich fragen, dann würde ich die Meinung meines Mannes teilen. Wir tun uns nicht gut, wenn wir uns mit dem Gift beschäftigen. Und ich finde, dass der 30. Jahrestag ein guter Anlass wäre, darüber nachzudenken, ob man nicht die Opfer doch nochmal entscheiden lässt, was sie tun wollen. Ich habe keine abschließende Meinung. Ich müsste auch nochmal nachdenken, was ich dann tun würde, wenn man mich als Erbin meines Mannes fragen würde. Aber der Wunsch meines Mannes war eben immer, dass diese Akten nicht benutzt werden, um sein Bild in der Geschichte zu bewerten. Wir wissen, wenn ich das sagen darf, ergänzend, das ist mir immer ganz wichtig, es wird oft übersehen, mein Mann hat, als einer der wenigen vielleicht, nie Wert darauf gelegt, in seine Stasi-Akte reinzugucken. Wir wissen, dass Leute nach dem Fall der Mauer in die Akten gegangen sind und ihre Akten mitgenommen haben oder vernichtet haben. Also die Schurken haben das sicher getan. Mein Mann ist klassisches Opfer in der Stasi-Akten-Terminologie, also Abhöropfer. Man wollte ihn aus dem Amt treiben, hat alles Mögliche versucht. Und insoweit denke ich, bei diesen Stasi-Akten, es muss einen Weg geben, um so mit ihnen umzugehen, wie ein Opfer das möchte. Dann könnten Sie sich natürlich auch den Vorwurf einhandeln, Sie wollten irgendetwas vertuschen aus diesen Akten. Das wäre dann die Konsequenz in der Öffentlichkeit, wenn man sie zerstören würde, oder? Ja, das Vertuschen, wissen Sie, in Deutschland ist es ja modern geworden, seit ein paar Jahren über jemanden etwas zu behaupten. Und dann heißt es, er will was vertuschen. Also ich kann nur immer wieder sagen, ich weiß nicht, wie viele Politiker es in Deutschland gibt, wo man so sehr in den Akten nach etwas gesucht hat, um etwas zu finden wie Helmut Kohl. Und man hat ja am Ende gar nichts gefunden. Also vertuschen, man kann mit mir immer über meinen Mann diskutieren, über seine Politik diskutieren, aber ich finde es einen großen Fehler auch für die Geschichtsschreibung, dass wir ihm seine Haltung nicht belassen. Wäre es dann nicht gut an und jetzt an der Zeit auch, das Ganze in eine Art Stiftung zu geben, um das Andenken Ihres Mannes eben auch dann über die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte zu bewahren? Die Stasi-Akten oder die Helmut-Kohl-Akten oder alle Akten? Lassen wir die Stasi-Akten mal raus, aber nehmen wir mal alle anderen Akten, die da sind oder Dinge, die vielleicht für Historiker interessant sind. Wäre es nicht gut, wenn da eine Stiftung wäre, die eben dieses Andenken bewahrt? Sie reden jetzt die Frage nach der berühmten Helmut-Kohl-Stiftung und was ich sonst noch zu verbergen habe oder unterschlage. Also ich unterschlage nichts, ich schreibe keine Akten um. Natürlich brauchen wir eine Helmut-Kohl-Stiftung und ich habe das ja auch schon in mehreren Interviews, in den wenigen, die ich gegeben habe, gesagt. Also eine Helmut-Kohl-Stiftung, die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wie. Und ich habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ich für das Lebenswerk meines Mannes Prozesse führe, die wahnsinnig zeitintensiv sind. Also die Stiftung für Helmut Kohl wird kommen. Man muss es nur vernünftig machen und ich bitte auch immer zu beachten, was mein Mann, das muss ich einfach mal sagen, nach 1998 erlebt hat. Eine Stasi-Aktendebatte, er gilt in Teilen der Republik als jemand, der die Presse- und Meinungsfreiheit nicht geachtet hat, weil er sich die Meinung zugestanden hat, dass diese Mielke-Akten eine Fälschung, also ein gefälschtes Bild, ein verzerrtes Bild geben und dass nicht ein Regime, das wir immer bekämpft haben und das so viel Unrecht über die Menschen gebracht hat, am Ende Recht behalten darf.
Insofern gibt es von mir aus Vorsichtsmaßnahmen, wie man so etwas machen muss. Frau Kohlrichter, vielen Dank. Bedanke mich auch.